Herr Haines, wie funktioniert das denn mit dem Auslesen der Hirnaktivität? Was kann man da alles rausfinden? Es ist so, dass jeder Gedanke, den man hat, mit einem unverwechselbaren Muster der Hirnaktivität einhergeht. Also wenn man einen bestimmten Gedanken denkt, ich denke zum Beispiel an eine Katze, dann gibt es ein Aktivitätsmuster im Gehirn, das immer dann auftritt, wenn ich an eine Katze denke. Und wenn ich dann aber an einen Hund denke, dann gibt es ein anderes Aktivitätsmuster im Gehirn. Ist das bei allen Menschen gleich? Nein, zu einem gewissen Grad ist es schon, es gibt Ähnlichkeiten, aber wenn man sich für die Details interessiert, welcher Hund, welche Katze und so weiter, dann würden sich die Gehirne von verschiedenen Menschen doch erheblich unterscheiden. Was man dann macht, ist, man trainiert eine Software darauf, zu erkennen, welchen Gedanken eine Person gerade hat. Man gibt ihr dann Beispiele der Hirnaktivität, die man gemessen hat, während jemand an einen Hund oder eine Katze gedacht hat. Und dann lernt der Computer, diese auseinanderzuhalten, allein auf der Basis der Hirnaktivität. Und dann kann man zu einem gewissen Grad sagen, woran die Person gerade denkt. Man kann auch versuchen, vorherzusagen, was eine Person gleich denken wird. Das heißt, wir lassen Probanden dann Entscheidungen fällen und können dann zum Teil mehrere Sekunden, bevor ein Proband den Eindruck hat, sich entschieden zu haben, schon vorhersagen, der wird gleich das wählen oder wird gleich das wählen. Das sind natürlich jetzt mal die illustrativen Beispiele. Das macht aber nicht den Großteil unserer Forschung aus. Und wie können wir das für die Gesundheitsforschung verwenden? Also was glauben Sie, wie uns das dann weiterbringt? Unsere Forschung macht ungefähr 20-30% ist relevant für die Gesundheitsforschung. Wir machen im Wesentlichen Grundlagenforschung. Mhm. Da geht es also um die Grundlagen kognitiver Leistungen im Gehirn. Also wie funktioniert Wahrnehmen, wie funktioniert Erinnern, wie funktioniert Planen. Was sind eigentlich überhaupt die Strukturen im Gehirn, die das realisieren? Wie wird es realisiert und so weiter und so fort. Also das meiste ist Grundlagenforschung. Aber es gibt doch eine ganze Menge Brücken auch in die klinische Anwendung. Zum Beispiel eins unserer Projekte, da geht es um die Frage, wie können wir die Möglichkeit, Multiple Sklerose zu erkennen aus MRT-Aufnahmen optimieren. Und da benutzen wir dann auch Mustererkennungsverfahren und zeigen dann, dass man schon sehr sensibel, schon in Frühphasen einer Multiple Sklerose aus der Hirnaktivität auslesen kann, ob ein Prozent betroffen ist und auch zu einem gewissen Teil den Fortschritt der Krankheit vorherzusagen. Andere Beispiele, die entwickelt werden hier in Berlin, zum Beispiel von Klaus-Robert Müller an der Technischen Universität und Gabriel Curio an der Charité, sind Gehirn-Computerschnittstellen. Da benutzt man das EEG, Elektroenzephalogramm, nicht den Kernspintomographen. Und was man damit machen kann, ist, man kann dann zum Beispiel eine Prothese steuern, man kann einen Diktiergerät quasi steuern, wo man Buchstaben auswählt, wie so eine Tastatur, allein mit der Gedankenkraft und kann dann damit Briefe schreiben. Das ist dann für Patienten, die gelähmt sind, kann das interessant sein. Andere Anwendungsbeispiele, die jetzt noch nicht fertig entwickelt sind, aber die vielleicht in den nächsten Jahren möglich sein werden, geht es dann um so Fragen wie, was ist mit Wachkoma-Patienten? Könnten wir zeigen, dass eventuell, falls bestimmte Wachkoma-Patienten noch etwas mitbekommen von der Außenwelt, kann man das eventuell aus der Hirnaktivität rekonstruieren. Das ist so ein Feld, was jetzt im Moment gerade im Entstehen begriffen ist. Da weiß man immer noch nicht viel. Okay. Wir denken durch Sprache, also glauben wir, oder das ist ja wahrscheinlich auch so wie, und wenn man jetzt länger im Ausland war, dann merkt man ja selbst, dass man dann auf einmal auf Englisch denkt, sag ich mal, und träumt. Und gibt es da auch zu Forschung, ob das auch anders funktionieren kann ohne Sprache? Wie würden wir denken ohne Sprache? Also ich glaube nicht, dass unsere Gedanken nur in Sprache stattfinden. Philosophen glauben das gerne und Sprachwissenschaftler glauben das gerne. Aber wenn ich mir die rote Farbe angucke, zum Beispiel von der Patientenliege da hinten, oder ich schaue mir irgendwie einen grünen Wald an, dann ist es nicht nur, dass ich denke Wald und Blume und Schmetterling, sondern ich denke dann, erlebe eine ganze Menge an subtilen Farbeindrücken, die man nicht unbedingt alle in Sprache fasst. Aber natürlich sind die sprachlich fassbaren Gedanken ein sehr wichtiger Teil unseres mentalen Lebens und die zu erfassen ist besonders schwierig, weil wir mit der Sprache so unglaublich kreativ sein können. Wir können selbst die verrücktesten Sachen uns vorstellen und das dann aus der Hirnaktivität auszulesen, gestaltet sich ziemlich schwierig. Und wie kann ich rausfinden, ob Sie gerade die gleiche Vorstellung von dem Wald haben wie ich? Also wie kann man das auch über die Geräte herausfinden?
Das berührt natürlich eine philosophische Frage, die schon Leibniz aufgeworfen hat. Und das ist die Frage, ob wir zwei selber beide die gleiche Farbe genau gleich sehen. Und aus meiner Sicht lässt sich diese Frage letztlich nicht beantworten. Aber was wir beschreiben können, ist, dass wir sie gleich benennen. Wir haben die gleichen Assoziationen. Aber ob wir jetzt genau die gleiche Schattierung erleben, wenn wir diese Farbe sehen, das ist, glaube ich, eine Frage, die man in den Bereich der Metaphysik verweisen muss. Da braucht man dann Philosophen. Da gibt es dann in Berlin die Berlin School of Mind and Brain, die sich genau mit dieser Schnittstelle zwischen Philosophie, Psychologie und Hirnforschung beschäftigt und sich genau auf solche Fragen stürzt auch.